Ja, ich war im Zimmer mit meiner Zimmerkollegin und auf einmal ist der Feueralarm losgegangen und dann hat es geheißen, lasst euch ein Zeug liegen, jetzt hast du Notalarm. Und ich sage nur zu ihr, ja, die verarschen und sicher, das ist nicht der Gaudi-mäßig. Stehen wir heraus und die Lehrer werden schon komplett hysterisch und dann hat man schon einen Rauch gesehen und dann haben sie uns ins Internat, also ins Schuljummi. Also erstens sage ich einmal, ich bin angesichts dieser Katastrophe froh, heilfroh, dass wir so einen Segen gehabt haben, dass niemandem etwas passiert ist. Weder den Schülern noch den Betreuern, auch nicht den Einsatzkräften, Gott sei Dank. Das ist einmal das Allerwichtigste. Was jetzt kommt, sind einmal die nächsten Überlegungen. Es ist die Frage, wie groß ist der Schaden? Was sagt der Denkmalschutz zu diesem geschichtsträchtigen Gebäude? Und wir müssen jetzt einmal organisieren, wie findet in den nächsten Wochen die Internatsunterbringung der Schülerinnen und Schüler statt. Da muss ich auch ein Kompliment der Schulleiterin und ihrem Team machen. Die haben da wirklich sehr zügig und sehr konsequent und auch sehr einfühlsam agiert. Herr Stelzer, Sie haben jetzt Gespräche geführt mit der Direktion, mit der Direktorin und auch mit der Frau Bürgermeister. Welche Erkenntnisse gibt es? Wo können die Schüler untergebracht werden? Uns geht es einmal darum, dass wir für das laufende Schuljahr schnell zur Verfügung stellen können, wo sind die Schüler untergebracht. Wir können mit unserem Internat in Kremsmünster einspringen mit 150 Plätzen. Da werden wir auch einen Shuttle-Dienst organisieren können. Dann können wir in der Schule hier selber noch Plätze zur Verfügung stellen und in dem ein oder anderen Tourismusbetrieb hier noch, sodass bis zum Schulschluss einmal bewerkstelligt werden kann, dass Klarheit für die Schüler und für die Eltern besteht. Ich arbeite seit 30 Jahren in diesem Schloss und habe da sehr viel Internatsdienst gemacht. Natürlich hängt mein Herz auch an diesem Gebäude. Aktuell ist es so, dass bei einem Großbrand in dieser Art und Weise das Landeskriminalamt Oberösterreich verständigt wird und die Brandgruppe hat auch die Erhebungen aufgenommen gestern und hat soweit feststellen können, dass es sich bei der Brandursache offensichtlich um eine unachtsam weggeworfene Zigarette handelt.